Ja, hallo, herzlich willkommen zum Infovideo. Ja, es ist ein Drama passiert. Ich habe eben gerade anderthalb, also 1 Stunde 10 Minuten aufgenommen, wollte es zuschneiden, wenn ich mache ja eigentlich immer eine Aufnahmesession und von da aus, ja, wird es ja bearbeitet, ein bisschen hochgeladen. Er sagt eigentlich nur zugeschnitten und dann hochgeladen, je nachdem. Ja, die Sache ist die, ich musste dann feststellen, dass überhaupt kein Ton existiert, weder vom Mikro. OBS hat mir einen kleinen Streich gespielt, da war das Mikro irgendwie und Audiospur nicht so, wie ich es eingestellt hatte. Ja, jetzt ist die Sache. Ich habe so den Boss der Illusionen besiegt gehabt. Ich habe einen Spielefehler entdeckt hier. Da konnte ich mich zum Beispiel überhaupt gar nicht rühren. Ich bin eine Leiter hochgegangen. Da sollte ich. Da habe ich links. Da bin ich dann hier hochgegangen, wollte die Leiter hochgehen. Und ja. Spiel wollte halt nicht so, wie es wollte. Wo er sein sollte. Bin hochgegangen, mitten oben an der Leiter stehen geblieben. Ich konnte. Also ich. Naja, stehen geblieben, wie soll ich sagen? Ich wollte da nicht stehen bleiben, ich wollte eigentlich zum Illusionstor hin. Es ging gar nicht. Naja, schön gut, den Bug habe ich dann später behoben, irgendwie komischerweise. Da habe ich Escape gedrückt und stand die Spielfigur sich mal um 180 Grad gedreht und ja, schön gut. Dann ging es wieder. Ja, jetzt zum eigentlichen Punkt. Wie ihr seht, ich habe ja bis den Boss der Illusion gemacht. Ich habe 1 Stunde 10 Minuten aufgenommen. Es ist nicht viel, 1 Stunde, okay, kommt drauf an, was man im Spiel gemacht hat. Ob das nervige Sachen sind, ob das schöne Sachen sind. Weil es aber ein Spiel ist mit meistens Rätsel lösen. Die Rätsel sind eigentlich leicht. Ich finde die ganz okay. Ich finde das aber eigentlich aber auch. Das Einzige, was eigentlich schwer ist und nervig ist, sind die Kämpfe. Das Ausweichsystem gefällt mir überhaupt gar nicht so richtig. Manchmal will es überhaupt gar nicht ausweichen, wenn man ausweichen möchte. Gott sei Dank habe ich ja einen Spiegel nach einer Zeit gekriegt, wo ich den Zeit verlangsamen kann, aber der muss sich ja auch aufladen. Naja, egal, so wie ihr es hier gerade seht. Ja. Was mache ich nun? Entweder ich würde sagen, ich mache ein neues Spiel und spiele bis zu dieser Stelle, wo ich letztes Mal aufgehört hatte und dann wieder neu von vorne aufnehmen. Oder ich würde sagen, ich breche das Let's Play ab, was für mich momentan wahrscheinlich eher ist. Dann würde ich sagen, okay, ich spiele Hellblade privat durch und ja. Wenn ich es pri ist halt dann für mich privat wegen das Blöde ist, ein neues Spiel zu machen. Es. Ich weiß nicht, Hellblade ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was ich immer neu starten will. Das ist das Blöde. Es ist passiert kaum was. Du rennst ja rum, du löst ab und zu Siegel auf, also diese Rätsel mehr nicht. Und dann gibt's ab und zu solche Kämpfe wie diesen Bosskampf, also den Gott der Illusion zu töten, macht auch Spaß. Habe ich auch nichts dagegen, obwohl, naja, der Boss war nervig. Also bin dreimal gestorben, muss mich schämen, Schande über mich. Ach, egal. Hat Spaß gemacht trotzdem. Nur, ich glaube, er, also, sagen wir so, der Boss wäre eigentlich schafft. Ich habe den natürlich geschafft, aber das Blöde ist, er sagt, manchmal wollt ihr Senua nicht so, wie ich es wollte. Die wollten nicht ausweichen. Das hat mich ein bisschen da auch zu Weißblut gemacht. Naja. Tut ja nichts zur Sache. Ja, die Aufnahme ist hin, wie ihr seht. Der Ton ist da weg. Also, ich habe ja VLC-Player, wie ihr seht, auch auf 125% gestellt. Lautstärke. Halt. Es kommt nichts. Es ist nicht weder meine Stimme ist da, noch mein. Noch der Ton von. Die Schläge. Es ist weg, ja. Was mache ich da? Wie gesagt, ich werde, glaube ich, ein.
das Spiel erstmal entweder liegen lassen oder privat weiterzocken und dafür ein anderes Let's Play starten, wo ich dann sage, okay, ich habe mehr Lust darauf. Dann er sagt, okay, Hellblade habe ich ja Lust zu spielen, ja, aber ich habe jetzt nicht Lust, ein neues Spiel wieder zu starten. Aber ich glaube, ich werde dann gucken, dass ich dann vielleicht wahrscheinlich mehr Spiele Let's Play, wo ich manuell speichern kann. Wäre mir lieber. Das Spiel Hellblade ist leider wirklich nur auf Autospeicher zugelegt. Das, was mich ein bisschen stört. Ist wahrscheinlich aber beabsichtigt worden. Wegen diese Fäulnis-Sache da, dass sie sich ausbreitet, wenn man stirbt. Aber naja. Ja, wegen den Autospeicher habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust, das Spiel jetzt auch, ist auch einer der Gründe, ist überhaupt jetzt so wieder von vorne. Besonders, wenn man diesen Fortschritt gemacht hat, diesen Boss besiegt hat, eine kleine Herausforderung gehabt hat und etc. Die Rätsel waren eigentlich das Leichteste, finde ich. Naja, tut ja nichts zur Sache. Die Kämpfe waren eigentlich für mich nur nervig. Wir sehen uns wahrscheinlich bei einem anderen Spiel. Ich habe 500 Spiele, von den Games werden. Ja, eins wahrscheinlich kommt. Welches will ich noch nicht sagen. Vielleicht so ein Spiel ab 18. Naja. Dann kann ich so meine Wut rauslassen. Irgendwie. Da ich aber nur abends auch Zeit habe zum Aufnehmen, wäre es so besser ab 18. Gut. Ach, egal, nein, nicht, wäre nicht besser ab 18. Das eigentlich das Spiel ist egal, welches Alter dann hat. Es muss Spaß machen, das ist die Sache. Es muss hauptsächlich mir Spaß machen, es zu Let's Playen und zu spielen. Hellblade macht ja eigentlich auch Spaß. Es macht nur, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so Spaß macht, dass ich wieder ein neues Spiel von vorne machen würde. Gut. Ja, dann würde ich sagen, das Infovideo ist beendet. Es tut mir leid für die Leute, die sich drauf gefreut haben. Ich werde irgendwann das Let's Play wieder aufrollen. Das heißt, ich werde dann ein neues Spiel machen. Ich werde dann das Spiel auch bis dahin auch dann bis zu deinen Stellen, wie wo wir letztes Mal stehen geblieben waren, spielen. Aber nicht sofort. Nicht die Woche, nicht die letzte Woche, weil dieser Fehler macht mich ein bisschen sauer. Deswegen, ich liebe lieber manuelle Speichersachen. Das ist das Schönste. Da seht ihr, wie ich dem Boss hier mein Schwert in den Schnabel reingesteckt habe. In der Kehle. Gut. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Es tut mir wirklich leid für die Leute, die sich auf das Let's Play gefreut haben. Wie gesagt, ich werde später aufrollen nochmal den Fall. Ich werde das dann wirklich später nochmal von vorne spielen, bis zu deinem gewissen Stelle, wo ich stehen geblieben war, und dann das Let's Play dann da weiterführen. Aber momentan nicht. Also fürs Erste nicht. Vielleicht werde ich auch das Spiel jetzt privat auch nicht mehr drin. Fürs Erste, weil es mich innerlich sauer macht halt. Aber, ja. Ich werde das auf jeden Fall noch weiter Let's Playen, aber fürs Erste nicht. Fürs Erste wird ein neues Spiel kommen. Und The Evil Within soll ja auch bald kommen. Also ich glaube, ich werde morgen dann vielleicht The Evil Within aufnehmen. Wegen heute, wir haben jetzt ungefähr kurz vor 3 Uhr. Also 2:50 Uhr gleich. Und ich muss auch langsam schlafen. Ja. Ist halt so, wenn man Familie hat. Egal. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr wenigstens immer mit dabei seid, auch wenn es schwierig ist. Und wenn es mal nicht schwierig ist und Spaß macht bei Spielen, was ihr gesehen habt, bei The Evil Within sogar ein bisschen. Gut, danke nochmals fürs Zuschauen. Tschüss, euer Jackie.